Hallo, wir freuen uns, dass ihr wieder mit uns unterwegs seid. Heute sind wir im Musikerviertel von Nordhorn unterwegs und präsentieren euch hier dieses geräumige Einfamilienhaus. Und dann gehen wir jetzt direkt mal rein. Haustür steht schon offen. Wir starten unseren Rundgang dann auch direkt hier auf dem Dielenbereich. Wir gehen einfach mal im Uhrzeigersinn durch. Auf der linken Seite haben wir hier zunächst einmal das Gäste-WC. Hier um die Ecke, außerhalb des Blickfeldes, einen schönen Garderobenbereich. Wenn wir dann hier weiter geradeaus durchgehen, haben wir die Essküche. Ebenfalls sehr schön geräumig, wie man sehen kann. Das Haus ist bereits geräumt, daher auch kurzfristig verfügbar. Durch diese Tür gelangen wir dann in den großen Wohn- und Essbereich. Hier hat man wirklich ausreichend Platz, sich auszutoben. Direkt angrenzend, durch eine Schiebetür trennbar, hat man dann noch einen schönen Arbeitsbereich. Sehr schön hell, Fenster auf allen Seiten. Wir können hier auch direkt mal rausgehen. Dann sind wir auf der schönen großen offenen Terrasse mit Markise. Schönes Gartengrundstück. Hier vorne zur Straße raus. Hier einmal eine Rückansicht. Und dann gehen wir direkt mal wieder rein. Und führen unseren Rundgang fort. Das ist jetzt hier wieder auf der Diele. Und machen dann hier links weiter mit einem Schlafzimmer. Auch von hier aus könnte man direkt nach draußen gelangen. Hier haben wir ein weiteres Zimmer, was man sehr schön als Gästezimmer nutzen könnte. Und wenn wir unten schlafen können, dann haben wir natürlich auch ein Badezimmer. Hier einmal mit Waschbecken, WC, Wanne und Dusche komplett ausgestattet. So, das war der Rundgang hier durch das Erdgeschoss. Wir gehen jetzt nach oben ins Dachgeschoss. Fangen hier mal auf der rechten Seite an mit dem ersten großen Zimmer. Hier auch mit einer Loggia. Auch hier im Dachgeschoss haben wir natürlich ein Badezimmer. Hier auf der linken Seite mit Waschbecken, WC und Dusche. Zudem haben wir oben noch ein weiteres Schlafzimmer, ebenfalls in sehr schöner und gut nutzbarer Größe. So, über Stauraum haben wir noch nicht gesprochen, das machen wir mal jetzt. Wir gehen runter in den Keller. Beschleunigen wir einfach mal das Video. So, und dann sind wir auch schon unten angekommen, haben dann hier direkt einen Flurbereich, auf der linken Seite den ersten großen Abstellraum, einen noch größeren Raum haben wir hier,
Das ist der Heizungsraum unter anderem, der, wenn man möchte, auch beheizbar ist. Wenn wir hier weiter geradeaus durchgehen, haben wir auf der rechten Seite einmal einen Waschraum. Hier dann noch einen weiteren Abstellraum. Hier ist auch noch teilweise die Haustechnik untergebracht. Und zu guter Letzt haben wir hier noch einen weiteren Raum, ebenfalls beheizbar und mit Außenzugang. So, wir hoffen, unser Rundgang hat euch gefallen. Wir bedanken uns, dass ihr wieder mit uns unterwegs wart. Schönen Dank, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Immobilienteam der Grafschafter Volksbank.